Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden unseren Fahrzeug jetzt wegräumen. Der erste mit Schwarten fertig. Doch besser, wie ich dachte. Dann fahren wir jetzt zurück. Unterstand. Ich versuche dort mal die Fahrzeuge jetzt mit Stammplätzen zu belegen. Anführungszeichen. Ob es nachher immer klappt, das weiß ich nicht. Weil. Ich versuche jedenfalls mal, ne? So eine Option wäre nicht schlecht, wo man, wenn man jetzt hier ein Foto machen könnte, einen Tag davon oben und das Bild unten projizieren könnte, ne? Das wäre perfekt, wenn es gehen würde. Aber ich glaube, es geht nicht. Gut, wer sowas Ahnung hat, der kann es hinkriegen. Ich habe davon keine Ahnung. So, schauen wir mal. Wir mieten noch die erste Runde, dann noch die erste Runde und der zweite ist gleich hier fertig. So, steigen wir gleich ein, damit wir eben gleich zurückfahren können. Ne? Das ist immer ungünstig, wenn er diese. Deswegen ist es besser, man fängt in der Mitte an. Ne? Aber mir ist es zu spät eingefallen. Also wenn sich zwei Mühlen also vier Fahrzeuge auf dem Hof auf der Stelle fahren mit ungünstig, sind zwar noch drei, aber jetzt haben wir es das letzte Mal getroffen. Ne? Gut, das ist jetzt auch egal. Das ist, liegt auch nicht so viel rum dafür, dass in die Ecke glaube ich noch der machen muss. Okay. Das ist mir auch egal. Der mit die erste Runde. Das passt eigentlich. Das, doch, wird doch auch gemacht. Oh je, die erste Runde und gleich Heulager voll. Ja, das wären ein paar Liter, ne? Also das wird schon also richtig was viel. Eine Hausnummer, kann man sagen. Löschen. Wie gesagt, hab nächstes Mal jetzt einen anderen Modus gemacht. Und der macht jetzt diese Ecke. Achso, ja, okay. Ja, jetzt brauche ich noch einen zweiten, dritten Sammelwagen, ne? Vierten, fünften und so. Das ist ja Wahnsinn. Okay, noch. Die haben nicht mal die ganze Runde gefahren und schon so Ding fast voll. Ja, ich bin auf 1, weil sonst ist das nicht machbar von der Zeit her, dass wir das düngen können. Ne? Sonst haben wir bald viel Wachstum. Ich muss überlegen, was wir jetzt machen, ob wir mit Silageballen mithelfen. Das hieß aber auch, dass wir noch welche kaufen müssten. Und ja, da schauen wir uns mal an, was wir da alles haben. Ne? Was wir da noch zulegen können. Das sind ja Silageballen an sich. Ja, nee. Weil wir haben genug Silageballen, ne? Also ich habe mich eher vor, das Futter in den Kühen zu geben und das von den Kühen aufkommt zu BGH zu bringen. Das ist mir im Grunde lieber. Weil ich muss mal jetzt die andere Tankstelle testen, ob die auch geht. Dann können wir die erste nicht wegnehmen. Denn wir haben hinten noch eine Tankstelle, und zwar eine Original vom Hof. Die habe ich anfangs übersehen gehabt, aber die müsste auch funktionieren. Jo, geht auch. Und schneller. Also schneller als schnell. Dann können wir den anderen mal Lastwagen hier ranfahren und voll machen. Das ist der Behälter für Unkraut und so. Muss man sich Gift für Unkrautbekämpfung. Also Gras ist voll, beide. Das heißt, die werden mal kommen. Wird beinahe verkauft.
Nein, ihr kommt hier nicht. Ich glaube, ich bin Besuch. Ne, klingt nur so. So, machen wir sauber. Ein bisschen mehr blau sehen kann hier, ne? Ein Kilogramm sind ein bisschen, kennen den Verkehr fest. Ja, bei mir. Das habe ich irgendwie befürchtet. Ich will noch waschen. Carambolage. Kann ja so schnell reagieren, wie ich das möchte. Ja, der Motor lief noch. So, lass mal ein bisschen warten, der muss auskippen erst. Da hängt der jetzt fest. Wahnsinn, ne? Ich möchte hier auch nicht unterbrechen, hier rein. Sobald du die anderen beiden unterbrichst, dann da findet er den Kurs nicht zurück, wo er mal angefangen hat. So, sauber. Gewicht habe ich noch nicht repariert, kein Lackieren oder so. Reparieren ist nicht so tragisch. Was soll mein Gewicht kaputt gehen? Höchstens der Haken zum Fass festmachen höchstens. So, gehen wir ganz kurz gucken. Wie voll das ist, dann werden wir noch ein bisschen Dünger kaufen, einen LKW, bei der Reifeisen. Und dann muss ich sehen, es werden noch mindestens 3-4 voll, wo wir haben. Reicht gar nicht, ich bin gerade mal angefangen. Hier könnte man kalt kaufen, aber und wir kaufen das jetzt immer da, wo es original ist. Und zwar beim Händler in Raiffeisen. Da holen wir das Dünger. Da müssen wir jetzt aufpassen, weil wir im Prinzip jetzt an den vorbeifahren. Ne? Denn wir kaufen nämlich lose ein, die Big Bags. Da wirst du nicht froh drüber. Ne? Das dauert ja so lange, bis die Dinger voll sind. Da haben wir ein zentrales Lager. Geht schon. Ja, hier wird es lustig. Wir haben gerade mal angefangen. Wahnsinn. Ja, wir haben späten Frühling. Die Ernte mit Raps wird bald beginnen. Ich schätze mal Mitte Sommer. Ganz grob. Wir müssen Platz machen. Der erste kommt. Tut leise. So, der zweite, wo bist du? Der, wo fährt der lang? Der erste ist da und der kommt gleich. Schwach. So, wir fahren jetzt zum Fuzzi-Händler hier und holen uns einen Dünger. Dünger bei alle, das brauchen wir bald wieder. Das wird nie reichen auf Dauer.
Ja, das mit dem Markt bauen, also würde an sich funktionieren. Dann könnte ich mir theoretisch Tabak kaufen und dann Unkraut kann ich das wirklich herstellen. Aber bei mir, das Antivirenprogramm. Und deswegen mache ich mir jetzt keinen Kopf. Weil da raubt mir in den letzten Nerven bei und das möchte ich nicht. So, hier ist unser Händler. Der nimmt fast alles an und wir kaufen hier halt Dünger, ne? Unser Partner für Dünger. Kann man kaufen, Saatgut, Kalk, Dünger. Wir wollen Dünger. Wird gleich alle werden das Geld. Ne, das war 3000, das ist dann, ne? Ja, aber wir müssen was haben, wird auch nichts. Und zwar reichlich. Denn ohne Dünger geht's nicht. Hoffen wir heute Nacht schön Mist, schön Geld kriegen von der BGH. Wir haben ja im Prinzip noch ein bisschen Mist reingefahren letztes Mal. Und Gülle. Viel Gülle wir nicht haben, aber Mist wird sich dann heute Nacht wieder erholen. Ne? So dass im Prinzip wo wir wieder eine Fuhre reinbringen können. Da werden wir sehen, dass wir noch ein paar Kühe besorgt kriegen. Also wir haben zwar jetzt 40 Kälber, aber die sind aber noch relativ klein. Die wollte ich noch gesondert großziehen. Weil die brauchen noch mindestens 2 Jahre, und wenn ich eine Kühe kaufe, die ungefähr noch 1 Jahr, bis die Milch geben können. Ne? Deswegen will ich da lieber ein bisschen warten und hier halt die Kühe kaufen und dann auf rund 350 bis 450 Kühe rein in den Dreh und dann rechtzeitig mal die Kälber rausnehmen, damit noch Platz ist für neue Kälber. Die männlichen Tiere, wie gesagt, zum Händler zurück und die weiblichen Tiere kommen dann in einen neuen Stall beziehungsweise in den zurück und wir werden die älteren Kühe dann entsprechend eher verkaufen. Kühe sollten nicht älter wie 6 Jahre alt werden. Ich glaube mal 6 oder 7. Ich glaube 9 Jahre können sie hier werden, glaube ich, mit Seasons. Ist etwas vom Alter her, naja gut, ist ein Mittelwert. Überhaupt so gut zu alt werden die Kühe, glaube ich, gar nicht. Aber die Milchleistung ist doch schlauchend für die Tiere, also die ist doch aus Höchstleistung ausgetrippt und das vertragen die Tiere auf Dauer nicht. Also die haben kein hohes Lebensalter, beziehungsweise irgendwann ist mit Kälberkriegen Schluss. Ne? Und dann ist, wie gesagt, der Zeitpunkt gekommen, wo es zum Schlachter geht. Eine tote Kuh ist eine wertlose Kuh. Dann reißt er für die Seife, aber nicht für die, aber nicht für, ja, für Wurst, ne? Denn Schlachter verwertet ja alles, mehr oder weniger. Das Leder wird gebraucht für Schuhe zum Beispiel. Und Knochen. So, was ist jetzt hier los? Was sehe ich hier? Streiken hier? Was genau haben wir jetzt hier vor? Leer. Und das wird ja nichts. Das ist schlecht. Wo hast du aufgehört? Erzähl mir das. Warum bist du jetzt hier vorne? Ja. Wenn die einen mit einem Regen könnten, wäre gut. Ich glaube, das kostet jetzt meine Nerven. Der hat schon gesammelt. Ja, dann muss er hier vorne irgendwo gewesen sein. Obwohl, das kann nicht sein. Da muss ich mal gucken. Wo war der gewesen? Rechts. Auf der rechten Spur, also rechts in dem Kurs.
Das heißt, dann muss ich gucken. Rechts heißt. Ist schwierig. Also links. Rechts daneben ist hier. Und der war ein bisschen mit Vorsprung, ne? Hier ist jetzt schwierig. Nicht zu der ist. Und links. Die Spur war nicht passiert. Eigentlich hier. Und da ist nichts. Alles weggemacht. Und da hatte alles hier der Kollege im Nachhinein entsprechend rechts für hier. Mal schauen. Dann beginnt er hier. Auf der rechten Seite. Ist schwierig. Das Blöde ist, die Folge ist auch zu Ende. Das heißt, wir müssen immer hier einstellen. Und ich will mal schauen, dass ich ein anderes Fahrzeug hinkriege. So, hier rechts, ja. Weil, wo ist der? Da. Ich muss sehen, wo er hinfährt, wo er stehen bleibt, wo er aufgehört hat. Damit wir hier da entsprechend weitermachen können, ne? Es klappt ja so im großen Ganzen ganz gut, ne? Ja, da müssen wir noch mitfahren. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Auch ein Dankeschön fürs alles, die mal abonniert und mal kommentiert haben. Wer es mal vergessen hat, ist tragisch. Dann war es okay. Wie gesagt, Tipps, Ratschläge, immer gerne rein. Dafür ist da. Macht ruhig mit. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, ja, ich versuche es umzusetzen. Und dafür ist die Kommentarfunktion da. Also immer reinschreiben. Lieber einmal mehr als zu wenig. Mein Kumpel, der Freund sein sollte, hat sich bis heute noch nicht gemeldet. Einfach mal melden, wie das nun genau gemeint ist. So kann ich damit nichts anfangen. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Tschüss und Ciao. Bis dann. Tschüss.